Bagdad du bist. In meinem Schatten. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin Architektin. Naja, das war ich mal. Ich finde, Sie machen einen guten Job. Oh, danke vielmals. Sie beobachten uns. Wir sind nicht in Bagdad. Aha. Ich weiß, worüber ihr redet. Hab ich euch jemals gefragt, wer unter oder über seiner Frau liegt? Der Körper eines Muslims muss sauber bleiben. Und diese nuttigen Frauen sind nicht sauber. Sie haben euch nicht verdient. Ihr solltet nur eine gläubige Muslime heiraten, um eure Freuden zu teilen. Ich habe einen Bauleiter kennengelernt. Wieso, Amal? Sind Iraker etwa nicht gut genug für dich? Also ist dein freies Land nur was für Männer? Ihnen ist schon klar, dass er ein Diplomat war. Wie viele Männer hast du gefickt? Das geht dich nicht das Geringste an. Du bist immer noch meine Frau. Tod ist die einzige gerechte Strafe für diejenigen, die sich damit beschmutzen. Hört auf damit, ihr Atheisten! Schämt ihr euch nicht! Und trotzdem haben sie diesen armen Jungen in seine Moschee geschickt. Los, geht doch hin! Scheiße! Amal! Wir waren alle in Säckis Café. Wir werden überall auf der Welt leben. Und eines Tages, es wird keine Furcht mehr da sein.